Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir sehen uns unterwegs. Ich bin der Michael und ich baue heute eine Späne-Schublade mit einem kleinen Trick. Das Video gehört zu einer ganzen Reihe von Videos zum Bau von meinem Tischkreissägen, Oberfräsen, Absaugungsuntertisches. Und die anderen Videos verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Beim letzten Mal habe ich den Korpus gebaut, wo die Säge draufsteht, wo der Sauger eingebaut ist. Und ihr habt beim letzten Mal gesehen, ich habe unter der Säge einen Ausschnitt gemacht, damit die Späne aus der Säge nach unten durch diese Platte durchfallen können. Und um die Späne zu sammeln, kommt hier ein Schubkasten rein, den werde ich heute bauen. Und um die Späne aus dem Schubkasten zu entleeren, ohne dass dann hier alles wieder voll Sägespäne liegt, habe ich mir was überlegt, was ich so noch nicht gesehen habe. Aber jetzt baue ich erstmal den eigentlichen Schubkasten. Das ist heute somit auch das erste Mal, dass ich mit der Säge auf dem Tisch arbeite. Werde ich also heute sehen, ob die Arbeitshöhe wirklich gut ist. Den Schubkasten baue ich aus Reststücken, zum Beispiel aus dem. Den Boden, dafür habe ich eine 6 mm Multiplexplatte, das ist 12 mm. Daraus baue ich die Wangen, also die seitlichen Flächen. Und hier habe ich noch 9 mm für Rückwand und Vorderwand. Und vorn kommt dann irgendwann, wenn ich die anderen Schubkästen baue, noch eine Blende davor. Das mache ich heute nicht. Da habe ich kein Material für da aktuell. Ich schneide mir jetzt hier zwei Streifen raus. Aus der zwei Streifen, die dann letzten Endes den Rahmen vom Schubkasten bilden. Zum Sägen, Fräsen, Flexen, alles was Lärm macht, immer Gehörschutz in die Ohren. So, das sind die Seitenteile, die Front und die Rückwand. Die Platte lasse ich jetzt hier in eine Nut ein. Das heißt, von der Unterkante 6 mm fräse ich eine 6 mm breite Nut in alle vier Leisten. Und die Nut mache ich 4 bis 4,5 mm tief. Die Nuten fräse ich mit meinem Frästisch. Dazu stelle ich mir den Fräser, das ist ein 6 mm Fräser, weil die Nut 6 mm werden soll. Den stelle ich mir jetzt ein. Einmal den Abstand. Das ist dann der Abstand der Nut von der Unterseite, 6 mm. Und die Höhe ungefähr 4,5. Dann mache ich eine Probefräsung. Und dann messe ich nochmal nach, 6 mm, 4,5 mm, passt. Und jetzt bringe ich die Nuten in die Teile vom Schubkasten ein. Die Platte ist 1/2 Zehntel dicker als die Nut. Das heißt, ich versetze den Anschlag jetzt ein kleines bisschen in die Richtung, damit die Nut nochmal etwas breiter wird. So passt es. Und dann fräse ich jetzt die drei anderen auch noch nach. So, die Nuten sind drin. Die Platte habe ich jetzt so ein bisschen angefasst, dass die besser reinflutscht. Das passt. Jetzt schraube ich die zusammen und zwar mit zwei Schrauben jeweils
Und ich schraube jetzt durch die 9mm Leiste in die 12mm Leiste rein und verschraube das mit 3x25, 3x35, irgendwie sowas. Das heißt, ich bohre hier jeweils vor und bohre dann in den stirnseitig das Kernloch für die Schrauben vor. So, da kommt das gute Stück rein. Und das soll ja ein Schubkasten sein. Das heißt, ich brauche noch eine Führung, dass ich den reinschieben bzw. rausziehen kann. Und ich werde da jetzt keinen Schwerlastauszug oder irgendwas nehmen. Schwerlast brauche ich sowieso nicht, weil das Ding ja leicht ist und auch nicht viel Gewicht reinkommt. Und ich möchte vor allen Dingen keinen so einen Auszug, der Kugel gelagert ist, nehmen, weil hier werden ja immer Sägespäne sein. Hier ist immer Sägestaub, Sägespäne, Dreck. Und wenn man diese kugelgeführten Auszüge nimmt, die auch gefettet sind, die sind dann irgendwann verdreckt und dann laufen die wahrscheinlich nicht mehr richtig. Ich werde es jetzt hier ganz einfach machen. Ich werde als Schiene einfach diese Holzleiste nehmen und da werde ich jetzt hier über die gesamte Länge eine Nut einfräsen. So, dass dann diese Schiene 3-4 mm in dieser Seite hier in der Platte versenkt ist. Und dann gleitet diese Platte auf der Schiene. Und das Ganze mache ich jetzt natürlich wieder am Frästisch. Ich habe jetzt hier einen 16er Fräser. Die Leiste ist 14, das heißt, ich habe dann so 2 mm Luft. Und jetzt fräse ich die komplett über die gesamte Länge in den Schubkasten rein. Die Leiste kommt jetzt hier dran. Auf der Leiste läuft dann der Schubkasten und an den Schubkasten kommt vorn noch eine Blende dran. Die sitzt dann hier drin, bündig mit der vorderen Fläche vom Schrank. Die Leiste nutze ich dann als Anschlag, dass die Blende, wenn man den Schubkasten reinschiebt, auf dieser Leiste zu liegen kommt. Die Leiste ist der Anschlag. Also sprich, man kann dann den Schubkasten nicht zu weit reinschieben. Das heißt, die vordere Fläche der Leiste muss sich an der Dicke von der Blende orientieren. Jetzt markiere ich mir hier die 15 mm. Also die Materialstärke der Blende. Die Leiste wird dann an dieser Markierung beim Verschrauben angesetzt. Um die Höhe der Leiste genau einzustellen und vor allen Dingen, dass das auch überall gleich wird, habe ich hier zwei Reststücke, Multiplex. Und die lege ich hier dazwischen. Dann richte ich die Leiste an der Markierung aus. Jetzt setze ich das zweite Distanzstück bei der nächsten Schraube hin. Und verschraube die nächste Schraube. Und so stelle ich sicher, dass der Abstand von der Leiste zur Decke immer gleich ist. Und das mache ich jetzt nicht nur bei der Leiste so, sondern auch bei der gegenüberliegenden. Und dann ist das alles gerade und gleich. Dann habe ich mir hier noch eine kleine Leiste gemacht aus 9mm Multiplex. Die schraube ich da jetzt rein. So, und jetzt möchte ich natürlich nicht, dass mir der Schubkasten, wenn der mit Spänen voll ist, rausfällt. So, ich würde sagen, ungefähr so weit würde ich ihn rausziehen. Und jetzt setze ich eine Bohrung
knapp hinter die Leiste. Jetzt nehme ich einfach eine Holzschraube und setze sie da rein. Und jetzt habe ich einen Anschlag. Und auf der anderen Seite das Gleiche. Soweit, so gut. Da war jetzt noch nicht allzu viel Neues dabei. Ganz normale Schublade, so wie das schon 100 Leute gebaut haben für diese Säge oder für andere Sägen, wo die Späne halt unten rausfallen sollen und durch eine Schublade aufgefangen werden sollen. Bei sämtlichen Videos dazu habe ich mich gefragt, wie machen die Leute die Schublade eigentlich sauber? Natürlich kann man die rausnehmen. Ich muss dann meine Anschläge, meine beiden Schrauben einfach rausnehmen. Und dann kann ich es natürlich auskippen. Wenn ich das jetzt so zum Beispiel draußen in die Mülltonne kippe, dann geht die Hälfte daneben. Wenn ich das da reinkippe, gehen ungefähr zwei Drittel daneben. Natürlich könnte ich meinen Staubsauger nutzen, der steht direkt daneben. Könnte ich es aussaugen, dann würde ich halt die Späne von dem einen Auffangbehälter in den nächsten reinsaugen. Macht für mich auch wenig Sinn und deshalb habe ich mir was überlegt. Wie entferne ich jetzt also die Späne aus der Schublade? Ich nehme meinen Mülleimer, dann mache ich den Schieber auf, dann nehme ich mir ein Brett oder einen Handfeger oder irgend sowas. Mit dem Brett staubt es weniger. Und dann schiebe ich die Späne in den Eimer. Ich finde es eine feine Sache, ich muss das Ding nicht umhertragen. Ich bekomme die Späne einfach und ohne das, was daneben geht, in meinen Mülleimer. Es staubt ein bisschen, das ist so klar. Der Auszug geht ein bisschen schwergängig und hakelt teilweise ein bisschen. Ich werde den Schubkasten und die Leisten, auf denen er läuft, werde ich mit Hartwachsöl behandeln. Das mache ich dann, wenn ich den ganzen Schrank lackiere bzw. öle. Und ich denke, wenn ein Hartwachs auf den Führungen ist, wird das auch leichter laufen. Den Ausschnitt in der Bodenplatte habe ich kleiner gemacht als den Ausschnitt in dem Rahmen, damit die Späne, die vom Boden hier vorbeifallen, sich nicht in die Führung setzen. Sollten da trotzdem mal Späne hinkommen, dann schiebe ich die mit dem Schieber bis hier vor zur Bohrung und dann können die rausfallen und dann verklemmen und verstopfen die Führung nicht. Das war's für heute.
Ob ihr jetzt einen Schieber in eurer Späne-Schublade braucht, das müsst ihr für euch selbst entscheiden. Ich finde es ganz praktisch, ich finde es gut, ich finde es super, wie es geworden ist. Wenn ihr es sinnlos und doof findet, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, das interessiert mich total. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, wenn ihr es nachbauen wollt. Ich habe eine Handvoll Schrauben, Holzleim und ausschließlich Restholz verwendet. Die Säge, der Staubsauger, alle Werkzeuge, die ich verwendet habe, alles, was ihr zum Bau von dem Untertisch braucht, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal und drückt auf die Glocke, damit ihr kein Video verpasst. Wenn ihr das nächste Video schon vorab und werbefrei sehen wollt, habt ihr unterm Video die Möglichkeit, Kanalmitglied zu werden. Bis dahin, wir sehen uns unterwegs oder in der Werkstatt. Ciao.